So, und willkommen wieder mal zu Let's Play The Hunter. Und wir sind hier wieder mal auf Hirschfelden unterwegs. Hat mit damit was zu tun, dass der Wettbewerb gerade draußen ist. Und da hätte ich gesagt, versuchen wir unser Glück. Alter, habe ich heute Knoten in der Zunge, ey. Jetzt kann ich mal anbieten. Der höchste Score von dem Wildschwein, der wird dann zusammengerechnet. Beziehungsweise noch von dem verwilderten Schwein, der wird auch zusammengerechnet, addiert und dann haben wir den Endscore raus, der einen dann entweder gewinnen lässt oder verlieren. Wie man sehen kann, hoffe ich jetzt mal. So, ja. Verstände aufgestellt werden von hier oben, mal hier hochpirschen, dann runter. Und dann werden wir schon die begrenzte Aufnahmezeit erreicht haben. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich wieder, wenn ich was sehe. Oder wenn ich was höre, keine Ahnung, ne? In diesem Sinne. Bis gleich. So, wieder zurück. Da kommt schon der erste Fuchs angetrabt. Ich war gar nicht lange jetzt hier. Die Sichtung will ich dann doch schon gerne haben. Okay. Ist jetzt eigentlich schon zu nah. Aber sauberer Schuss mit dem Bogen angetragen. Jetzt noch schnell hin. Dann relativ hoch rein. Ja, 14 weiblich, Magen. Nicht der beste Schuss, aber er liegt. Das ist ja die Hauptsache. So. Weil ich kaum Zeit habe, ne, sage ich bis gleich. So. Wir kommen wieder zurück. Die Sau öffnet das gleich mit dem Call. Sehen wir ein männliches Schwein in Keile. Da noch relativ auf weite Entfernung steht. Bin gerade am Überlegen, wo wir hinschießen mit dem Bogen, weil es ja immer so eine Sache. Sonst rennt ja immer noch ein ganz schönes Stück. Brauche ich keine Lust, aber wenn man ihn nicht gut trifft. 26 Meter. Das sieht gar nicht mehr so schlecht aus von den Gewehren her, beziehungsweise Waffen. Ich denke, wir werden es doch versuchen, kurz hinter das Blatt zu schießen. Wenn er dann einmal so günstig kommt. Oh, das hat sich auch gerade erledigt. Oh. Ja, war schlechter Schuss. Fangschuss. Oh. Ja, da muss aber meines Erachtens gesessen haben. Ja, da liegt er. War ein sehr blöder Schuss. Ich bin dann verwackelt und hast du nicht gesehen, dann passiert sowas. Mist. Ehrlich, da entscheidet sich aber auch für im letzten Moment da anders, das blöde Vieh. Das ist doch schon alles scheiße hier. Ganz ehrlich. Aber was willst du machen, ne? Das ist nun mal so. Ein Bock schreckt auch. Beziehungsweise Rehwild. Er liegt dann. Eigentlich gut zum Grillen, aber naja. Schulter. Okay, Schulterblatt. Vorderbein, Schulterblatt, Eingeweide. Na gut, 824. Ist jetzt noch nicht die Welt, aber. Schade, dass wir den nicht mit dem Bogen bekommen haben. Und ich würde sagen, ne, bis gleich. So, willkommen zurück. Das sieht schon sehr episch aus, wie der Fuchs da steht. Er steht übrigens ein Feld weiter, wo ich angefangen habe aufzunehmen. Ist es jetzt so, als wenn der nicht so gut auf uns zu sprechen ist, der Fuchs? Deswegen werde ich immer Rehposten reinmachen, weil es immer recht schwierig ist, vom Boden aus den zu bejagen, wenn man keine Kugelwaffe dabei hat. Da er relativ scheu ist, lege ich mir jetzt auch mal hin. Wir werden nochmal den Call auspacken. Das nehme ich jetzt nicht auf, so da habt das. Ihr seht nicht immer nur den Abschuss. Muss ich halt noch andere Aufnahmen machen. Und das zum Schauen, aber morgen wird es eng mit der Minecraft-Aufnahme. Deswegen werde ich, denke ich, mal heute schon machen. Aber naja. Natürlich verschiedene Möglichkeiten, was wir lösen können. Entweder versuchen wir es mit dem Bogen. Weil das geht schon. 5, 47. Oh. 74. Na, was denn nun?
Aber der Posten ist schon. Relativ weit. Weißt du was? Ich glaube, entscheide mich fürs Anpirschen. Und schießen dann flüchtig. Voraussetzung ist aber, dass relativ spät flüchtig. Könnten wir es ja mal probieren mit dem Posten. Aber ist er schon vor uns etwa? Wo wenn er da sitzt? Jawohl, liegt. War jetzt doch relativ weit auf die Entfernung, aber ich denke mal, wenn da. Framerate, bitte. Hallo? Jetzt und so. Ja, passt. Nee. Hallo? So, jetzt geht's wieder. War zwar relativ gewagt, der Schuss, halt, das scheiß Rehwild, ey, es schreckt wie blöd. War zwar relativ gewagt, der Schuss, aber ich habe ihn dann doch riskiert, obwohl es jetzt nicht so weit dann war. Oh, es war schon irgendwie so 50 Meter. Haben, denke ich mal, noch ein paar Schrotkügelchen getroffen. Ja, rechtes Bein, gar nicht mal schlecht, das Score. 55 waren sogar, also schon sehr, sehr, sehr gewagt. Ah, doch, drei Trafen. Mit dem Posten da zu schießen, weil die Streuung relativ weit auseinander geht. Von der Flugballistik her. Aber, ne. Wer nicht will daten, wer nicht ist es satt oder so, ne. Und ich schalte einem, wenn es was gibt. Bis gleich. So, wieder zurück. Hier 1, 2, 3. Rechts 4 Sauen, ein Keiler ist dabei. Frage ist, ob wir den gescheit angepirscht kriegen. Jetzt gucken wir erstmal den Score uns an. Also relativ kleiner ist das. Aber trotzdem könnte man es doch mal versuchen mit dem Bogen. Und dann natürlich die anderen umsensen. Mit der Kugelwaffe. So. Aber die da hinten könnte man auch noch sichten. Oder die da einen Hügel gerade hoch macht. Na, sicht sie. Oder sie leckt mir natürlich am Arsch, die blöde Sau. Nehmen wir mal den Keiler, sieht. Naja. Ich schätze ihn so auf 500 Maximum. Weil 400 noch was. Meine Meinung. Oh nein, ich habe Sound übrigens gecallt. Das ist das Feld, was nah an dem Schuss dran war. Also, so empfindlich können die ja dann doch nicht sein gegen Schüsse. Boah, jetzt müssten wir doch auch mal auf 20 Meter nicht mal ran sein. Jetzt steht das so gut da. 40, 39, 38, 37, 36. Na, flüchtig wird, bin ich schon auf der 2 für meine 9,3. Schießen wir mit Waffe. Auf 5 Meter ran. Ach, leck mich da am Arsch. Das kann aber nicht wahr sein. Also wäre schön. Gerade mal die anzuhalten. Verdammte Kacke. Ach ja, und ich halt ein, wenn ich ihn habe. Na, bis gleich. So, wieder zurück. Die Sau da liegt. Da steht aber noch einer auf dem Feld, die wir uns mit der Waffe mal krallen. Und ich sage ja, der Schuss macht jetzt den Wildtier nicht allzu viel aus. Man sieht's ja hier. Wir haben auf dem Feld geschossen. Und da steht von der Rotte noch die andere Sau. Also, so viel kann das ja nun nicht ausmachen. Jetzt alle sagen, ich schieße keine weiblichen. Oh, oder wir nehmen die anderen, was da hinten noch für eine. Kann ich auch noch männlicher sein? Kann da aber nicht wahr sein jetzt. Ah, Mann, 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 Mann. Der sieht gar nicht mehr schlecht aus. Vom Score her, was sagt er vom Gewicht? Der sieht mir zu gut aus, den werde ich nehmen. Gut, der passt.
Das ist auch. Jo. Dann werde ich mal noch einen klitzekleinen Marco und so setzen. Wo ist er hoch? Da, so, ne? Ach, verleckt der Marsch hier irgendwo, zack. Also, da hinten sah gar nicht mehr schlecht aus. Ich schätze mal so im 800, 900er Bereich. Vielleicht sogar im 1000er, denke ich aber bald mal nicht. Naja, hier ist eine andere Sau lang, eine weibliche. Hier haben wir den Keiler. Eingeweide, linkes Bein. Also mit Eingeweideschuss kommen die Sau nicht weit, falls es da hinten einer sein sollte. Ne? Ah, wisst ihr Bescheid. Ich denke aber, dass ich mal diese Sau, die hier liegt, hier von diese Bache, werde ich mit Wirbelsäule mit oder so erwischt haben. Ich glaube nämlich, dass sie noch im Mundbett liegt. Ja, das wird die. Ich bin gespannt, die wird auch, denke ich, mal gar nicht wegrennen können. Und deswegen werden wir mal hinschlawenzeln, um zu schauen, was denn da in Sache ist. Cool, Waffe mal lieber bei der Hand, den Bock hören wir schon, da passt da alles, super geil. Oder so, ne? Ah, jetzt gerade verendet. Was ist das denn? Auch ein Heuballen, okay, alles gut. Ich dachte schon, ein anderes Tier, Wildgedöns, ist jetzt gestorben, oder? Entscheide ich da mal, du Sau. Bestimmt Wirbelsäule Mitte. Ja, Wirbelsäule hinten oder so. Und ich hätte gesagt, ich schalte nochmal ein, wenn ich den anderen Keiler da hinten ab. Bis gleich. So, wieder zurück. Da steht tatsächlich unsere angeschossene Sau noch. Da links noch ein Stück weibliches Rehwild. Aber das interessiert nicht, weil die Sau, ich habe ihn gerade gespannt, gibt bis 240 Kilo. Und das sind dann schon die 1300er, 1200er Sauen. Die sollten wir uns dann schon nicht entgehen lassen. Sobald er gut steht, tragen wir einen Schuss an. Ja, das ist er. Er hat es gar nicht gepeilt, er kriegt nur einen zweiten hinterher. So, das Rehwild nehmen wir auch noch mit, wenn wir es sehen. Kurz rausscopen. Wo ist es denn da am Hügel? Na komm, verhoffen, verhoffen, verhoffen. Na dann nicht. Ah, das saß nicht der Schuss. Scheiße. Naja, eh nur weiblich. So, da sammeln wir unseren Keil auf. Bin gespannt, was der für uns gehört. Hier sehen wir mal die Spur 190 bis 240 Kilo. Wenn er das anzeigt. Boah, meine Stimme. Wenn er das anzeigt, 190 bis 240 Kilo, kann man schon getrost davon ausgehen, dass man schon mal einen Tausender vorhat. Ich bin auf jeden Fall auf den Score mal gespannt. Die Waffen sahen jetzt nicht so extrem schön groß und hast sie nicht gesehen aus. Aber natürlich, wo ich gesehen habe, dass der wieder rauswechselt, habe ich nicht lange gezögert und auf die Aufnahmetaste gehämmert, wie so ein Beklatschter. Um den Abschluss natürlich aufzunehmen. So, hier liegt er. Oh ja, 900 hat er bestimmt. Und 958 ist ja schon kein schlechter. 206 Kilo, das ist schon gar nicht mal schlecht vom Gewicht her. Linkes Bein wurde zweimal getroffen. WTF. Ah ja, stimmt. Ja, motriges Gehirn und so, ne? Weiß der Bescheid. Einmal bitte lächeln. So, und ich würde sagen, ne? Ich gehe noch etwas auf Jagd und wir sehen uns dann gleich wieder. Wieder zurück, das kannst du aber nicht wahr, kann aber nicht wahr sein. Wir sind hier eben die Keiler aufgesammelt. Jetzt wechsel von da oben so ganz schnell trabend. Zwei Stück Rotwild an und jetzt noch ein Stück Reh. Wollt ihr mit denen nur verarschen? Gerade alle von da oben kommen die, kann doch nicht wahr sein. Ich dachte erst, es war ein Bock, weil der so schnell traben da runtergezogen ist. Aber es ist dann doch nur eine Ricke, wie ich das ansprechen kann. Dann hätte ich gesagt, gehen wir hoch und schießen die zwei Stück. Rot, wild.
Beispiel wie das da, was da hinten so schön. Ah, scheiße. Oh, ne. Naja. Schade, 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 schade. Aber naja. Und so, ne? Weiß Bescheid. Jetzt haben wir noch die Spur auf. Hier mal schauen, was so sagt. Weiblich. Nix für uns. Weiblich. Männlich. Das, den Bock wollte ich eigentlich die ganze Zeit haben. Den wäre ich mal hinterher. Also aber nicht. Weil 25 bis 35 Kilo, das kann schon einer sein von dem 200 oder 30ern. Hier ist die Fährte, nehme ich. Bock, könnte ich kotzen, dass ich den nicht hab. Dann werde ich mal vielleicht sogar hinterher pischen danach. Aber mal schauen. So. Na dann. Zack, gut Blatt. Rechte, linke Lunge, 126 Meter. Das ist schon alles noch im Bereich des Erlaubten, möchte ich mal sagen. Hier rechts auf dem Feld, mal gucken, ob es da verhofft. Das eine Stück. Rot, wild, hallo. Oder ob es einfach gar nichts macht oder weggerannt ist und hast du nicht gesehen. Aber ich denke mal nicht, ne? Und ich würde sagen, ich schieße das Stück Rehwild. Ach ja, komm, versuchen wir das doch mal. Mit der neuen Dreikammer muss man einen weiten Schuss wagen. Oder nicht, weil man es nicht sieht, so ein Scheiß. Aus. Wir sollten es schießen, bevor es hier sich wieder in Bewegung setzt. Ah, so ist nicht schlecht. So. Dann wieder anhalten die Luft. Und dann fällt es im Schuss. Ich habe mir eigentlich geschworen, jetzt nur noch auf 100 Meter zu schießen, obwohl das immer sehr schwierig unter einen Hut zu bringen ist, weil man auch gerne mal verleitet wird, wie zum Beispiel weibliches Rehwild, wie das unter 100 zu schießen, was aber eigentlich nicht Sinn und Zweck der Sache ist. Wenn man so einfach viele riskante Schüsse oder Fehlschüsse hat und man dann keine Chance hat, noch einen zweiten Schuss anzutragen. Er wollte mich doch verarschen, warum zieht denn der in die Richtung? Und jetzt erstmal das kleine Stück Rehwild einsammeln. Dann werde ich mal schauen, dass ich noch vielleicht den Bock sogar in der Aufnahme bekomme. Falls jetzt nicht schon bis Buxtulia eine Quarkmühle gezogen ist. So viel wir geschossen haben und hast ihn nicht gesehen. Aber hier ist eine Spur zum Beispiel. Flüchtendes Rotwild, super. Na dann, was haben wir denn hier? Linke, rechte Lunge. Guter Schuss. Relativ gut aufs Blatt gebracht noch, trotz der Distanz. Mal schnell auf das Feld gucken, wenn wir mal einmal in der Aufnahme drinnen sind. Aber hier steht dann doch nichts drauf. Und ich würde sagen, ich gucke mal den Bock noch an und wir sehen uns gleich wieder. So, wieder zurück. Oh, endlich, würde ich mal sagen. Wir verfolgen Bock, ich kann nicht mehr zeigen. Hier, da habe ich gestartet. Habe die Spur verfolgt. Bis hier runter. Und jetzt habe ich ihn praktisch flüchtig rausgetrieben. Aber er sieht gar nicht mal schlecht aus, Gott sei Dank. Hat sich gelohnt. Wo bist du denn? Das müsste ich nur noch sehen. Ah, da. Dann weit mein Seil. Yes! Haha. Sauberer Schuss. Gar kein schlechter, meine ich. Da sieht man die flüchtige Fährte. Bin dann unten, wo ich gesehen habe, wo ich ihn gehört habe, Schrecken, dann bin ich noch runter und weg. Die Spur sagte mir 18 bis 47 Minuten an. Deswegen bin ich dann noch im Rennmodus gewesen. Weil mir dazu zuvor gesagt hat, eine Stunde her. Das ist dann auch scheiße. Er ist bis hierhin geflüchtet. Das Muster muss man sich mal geben, ehrlich. Echt bitter, ne? Hier. Gut Blatt. Großes Gehör. Relativ. Ausgeprägte Rosenstöcke. Perlung geht so. Ich schätze ihn, könnte sogar mal ein guter 200er sein. Ja, ne, 153er sah eigentlich so.
Naja, linke Lunge, Herz, rechte Lunge. Sauber, 27 Kilo hat er gehabt. Jetzt wenn ich immer so ein Switcher, also 1, 2, 3, 4. Ne, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ungerader Sechser. Ja gut, das sind ganz wenig Rosen. Ne, rot, das sind Rosenstöcke und das sind boah, diese. Ja, genau, die Perlung ist nicht so schön. Deswegen denke ich mal ein paar Punkte Abzug, aber naja. Kann man verkraften, sage ich mal so. So, zack. Boah, und jetzt wird es eh zu dunkel. Für die Aufnahme zumindest. Ich jag noch etwas weiter, ne? Und in diesem Sinne verabschiede ich mich von euch. Wisst ihr, wie es heißt? Selbe Stelle, selbe Welle. Bis zum nächsten Mal und ciao.